Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video über die 7 besten Elektrorasenmäher auf dem Markt. Wenn ihr einen perfekt gepflegten Rasen möchtet, ist ein Rasenmäher unverzichtbar, aber welche Art von Rasenmäher ist die beste Wahl für euch? In diesem Video werde ich euch die besten Elektrorasenmäher präsentieren, die eine ausgezeichnete Leistung, einfache Bedienung und eine umweltfreundliche Alternative zu Benzinrasenmähern bietet. Wenn ihr mehr über die besten Elektrorasenmäher erfahren möchtet, abonniert unseren Kanal und klickt auf die Benachrichtigungsglocke, um keine meiner zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich stelle regelmäßig informative Videos zu verschiedenen Themen rund um Haus und Garten bereit. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht, es zu liken und teilt mir eure Meinung gerne in den Kommentaren mit. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Also, ohne weitere Verzögerung, lasst uns die besten Elektrorasenmäher für euch vorstellen. Der Gardena PowerMax 1232 Elektrorasenmäher hat eine Schnittbreite von 32 cm und eine Höheneinstellung von 20 bis 60 mm, ideal für die Pflege kleinerer Rasenflächen von bis zu 300 Quadratmetern. Der PowerMax 1232 hat ein 30 Liter Fassungsvolumen, klappbares Gestänge und einen ergonomischen Handgriff für Komfort und einfache Bedienung. Der Rasenmäher hat eine hohe Leistung von 1200 Watt, um schnell und präzise zu mähen. Die speziell geformten Schneidemesser sorgen für ein sauberes Schnittbild und gesunden Rasen. Die Schnitthöhe ist einfach verstellbar und das optimierte Design sorgt für ein perfektes Mähergebnis. Das Gerät bietet eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit sowie eine anpassbare Schnittbreite und Höheneinstellung. Der ergonomische Handgriff erhöht den Komfort während der Arbeit. Ein Nachteil des Mähers könnte die Lautstärke sein. Der Bosch Home & Garden Rasenmäher Rotak 32 ist ein vielseitiger und leistungsstarker Mäher für kleine Rasenflächen mit einer Schnittbreite von 32 cm und einer variablen Schnitthöhe von 20 bis 60 mm. Der Rotak 32 bietet eine Schnittbreite von 32 cm, eine variable Schnitthöhe von 20 bis 60 mm und einen leistungsstarken 1200 Watt Motor mit der einzigartigen Bosch PowerDrive Motortechnologie, die schnelles Schneiden von hohem Gras und das Fangen von hartnäckigem Unkraut ermöglicht. Der Rasenmäher hat ein integriertes Fangsystem mit 31 Litern Fassungsvermögen und einen zusammenklappbaren Griff für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport. Der Mäher zeichnet sich durch seine einfache Bedienung mit ergonomischem Griff und zentraler Höheneinstellung aus. Die Quick-Click-Griffhöhenverstellung ermöglicht eine Anpassung an die Körpergröße. Das Gerät bietet die leistungsstarke PowerDrive-Motortechnologie, ein integriertes Fangsystem, einfache Handhabung und eine variable Schnitthöhe als positive Eigenschaften. Ein möglicher Nachteil des Rasenmähers könnte sein, dass das Fassungsvermögen des Fangkorbs relativ klein ist, was dazu führen kann, dass er öfter geleert werden muss als bei größeren Modellen. Der Einhell-Elektrorasenmäher GCEM 1032 eignet sich mit seiner Schnittbreite von 32 cm und einem 1000 Watt Motor optimal für kleine bis mittelgroße Gärten mit einer Rasenfläche von bis zu 300 Quadratmetern. Der Einhell-Elektrorasenmäher GCEM 1032 hat eine dreistufige Einzelrad-Schnitthöhenverstellung, um die Schnitthöhe individuell anzupassen. Der Rasenmäher verfügt über einen 30 Liter Grasfangkorb, der einfach zu entnehmen und zu entleeren ist. Der klappbare Führungsholm und der ergonomische Griff sorgen für eine bequeme Handhabung und erleichtern die Lagerung und den Transport des Rasenmähers. Der Mäher hat einen leistungsstarken 1000 Watt Motor, eine dreistufige Einzelrad-Schnitthöhenverstellung, einen 30 Liter Grasfangkorb, einen klappbaren Führungsholm und einen ergonomischen Griff. Der Rasenmäher ist für Flächen bis zu 300 Quadratmeter empfohlen, was einen möglichen Nachteil für größere Rasenflächen darstellen könnte. Der Makita Elm 4120 Elektrorasenmäher ist ein kraftvoller und zuverlässiger Helfer bei der Rasenpflege. Mit einer Schnittbreite von 41 cm ist er optimal geeignet für mittelgroße Rasenflächen. Der leistungsstarke 1800 Watt Motor sorgt für ein effizientes und gründliches Mähergebnis. Dank der fünffachen Schnitthöhenverstellung von 20 bis 75 mm kann die Schnitthöhe individuell angepasst werden. Der Rasenmäher ist zudem mit einem robusten Stahlgehäuse ausgestattet, das für eine lange Lebensdauer und Stabilität sorgt. Die Grasfangbox mit einem Fassungsvermögen von 50 Litern ermöglicht ein unterbrechungsfreies Mähen. Auch das Design des Rasenmähers kann sich sehen lassen, es ist modern und ansprechend gestaltet. Allerdings gibt es auch einige Nachteile, die bei diesem Modell zu erwähnen sind. So ist der Makita Elm 4120 im Vergleich zu anderen Elektrorasenmähern etwas schwerer, was das Manövrieren erschweren kann. Zudem ist er etwas teurer als andere Modelle auf dem Markt. Der Wolfgarten Elektrorasenmäher A400E ist ein hochwertiges und leistungsstarkes Gerät für die Rasenpflege. Mit einer Schnittbreite von 40 cm eignet er sich ideal für Rasenflächen bis zu 400 Quadratmeter. Der 1800 Watt Motor sorgt für eine hohe Schnittleistung und ein schnelles Mähergebnis. Ein besonderes Merkmal des Wolfgarten A400E ist die CCM-Schnittsystemtechnologie, die eine besonders effektive und präzise Schnittführung ermöglicht.
Die Schnitthöhe kann in 6 Stufen von 25 bis 75 mm eingestellt werden, um eine individuelle Anpassung an den Rasen zu ermöglichen. Dank des 45 Liter Grasfangkorbs kann ein längerer Mähvorgang ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Der klappbare Holm erleichtert die Aufbewahrung und den Transport des Rasenmähers. Ein Nachteil ist sein höheres Gewicht von 21,5 Kilogramm, was das Manövrieren erschweren kann. Auch der Preis liegt im höheren Bereich verglichen mit anderen Elektrorasenmähern auf dem Markt. Der Wolfgarten Elektrorasenmäher A340E ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das für Rasenflächen bis zu 400 Quadratmeter empfohlen wird. Mit einem 1400 Watt Motor und einer Schnittbreite von 34 cm ist der A340E ideal für kleine bis mittlere Gärten. Der Rasenmäher verfügt über eine zentrale Höhenverstellung mit 6 Stufen, die es Ihnen ermöglicht, die Schnitthöhe individuell anzupassen und somit den perfekten Schnitt für Ihren Rasen zu erzielen. Die Schnitthöhe kann zwischen 25 und 75 mm eingestellt werden, was für eine saubere und präzise Rasenpflege sorgt. Zusätzlich ist der A340E mit einem 30 Liter Grasfangkorb ausgestattet, der das Fangen von Gras- und Unkrautschnitt sehr einfach macht. Der Fangkorb ist einfach zu entnehmen und zu entleeren. Der klappbare Führungsholm erleichtert die Lagerung und den Transport des Rasenmähers. Der Mäher ist auch mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, der für eine angenehme und bequeme Handhabung sorgt. Zu den positiven Eigenschaften gehört der leistungsstarke 1400 Watt Motor, die zentrale Höhenverstellung mit 6 Stufen, der 30 Liter Grasfangkorb, der klappbare Führungsholm und der ergonomische Griff. Ein möglicher Nachteil des A340E könnte die Lautstärke des Mähers sein, welche für einige Benutzer störend sein kann. Der Wolfgarten Elektrorasenmäher A370E ist eine kompakte und leistungsstarke Option für kleine bis mittelgroße Gärten. Mit einer Schnittbreite von 37 cm und einer Leistung von 1600 Watt kann er mühelos durch das Gras gleiten und ein perfektes Schnittergebnis erzielen. Das Gerät verfügt über einen ergonomischen Griff, der für eine angenehme Bedienung sorgt. Zu den positiven Merkmalen gehört auch der höhenverstellbare Griff, der auf verschiedene Benutzergrößen eingestellt werden kann. Der Grasfangkorb mit einem Fassungsvermögen von 40 Litern ist abnehmbar und leicht zu entleeren. Eine weitere praktische Funktion ist das Kabelzugentlastungssystem, das dafür sorgt, dass das Kabel während des Betriebs sicher angeschlossen bleibt. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass der Rasenmäher nur für kleine bis mittelgroße Gärten geeignet ist und für größere Flächen möglicherweise nicht effektiv genug ist. Außerdem ist er nur für den Einsatz auf trockenem Gras geeignet und sollte nicht auf nassem oder feuchtem Gras verwendet werden. Das waren meine Top 7 Elektrorasenmäher. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video bei eurer Kaufentscheidung helfen konnte. Egal welches Modell ihr wählt, es ist wichtig, dass es euren Bedürfnissen und Anforderungen entspricht. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mehr von mir sehen möchtet, abonniert gerne meinen Kanal und klickt auf die Benachrichtigungsglocke, um über zukünftige Videos informiert zu werden. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen hoch bewertet und mir in den Kommentaren eure Meinung oder Fragen mitteilen würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.